Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War auf der PlayStation 5. Wir haben in den letzten Folgen Mimir gefunden, wir haben Mimir wiederbelegt. Mimir hat Baselmund mit der Weltenschlange gesprochen, die uns jetzt quasi hier Richtung Meißel von Mölnir geschickt hat. Wir müssen jetzt hier irgendein ein Meißelstück aus dem Hammer ziehen, damit wir eben nach Jötunheim reisen können. Was war das jetzt hier für ein Anzeige-Bug auf einmal? Ich weiß nicht, ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee aus meinem super geliebten Batman-Becher. Würde mich über einen Daumen hoch, kostenloses Abo und die Glocke aktivieren. Mega freuen, dann verpasst du da draußen nämlich kein weiteres Video zu God of War und God of War Ragnarök und allen weiteren geilen Games, Callisto Protocol, Hogwarts Legacy und alles, was noch rauskommt, hier auf diesem Kanal. Würde mich mega freuen, wir gehen jetzt direkt los, holen den Meißel und dann können wir auch die Valkyrie bekämpfen. Da habe ich richtig Bock drauf, werden wir auf jeden Fall machen. Die ein oder andere, es sei denn, ihr wollt es, dass wir die alle machen, dann lasst mich in den Kommentaren wissen oder in Form eines Daumens, ne? Let's go! So, dann drehen wir den Ring doch mal. Ich hoffe, das ist die korrekte Richtung. Na, okay. Ich verstehe schon. Ah, ja, ich muss einmal dann wieder in die andere Richtung drehen. Weil wenn ich jetzt hier gegen den Kristall schieße, müsste das Eis auf jeden Fall brechen. Dann haben wir die Kiste. Ich habe nämlich gerade eben auch nochmal reingeschaut. Ich kann es euch jetzt auch nochmal gerne zeigen. Das müsste jetzt auf jeden Fall brechen, genau. Wir sind Stufe 3 ganz am Anfang und sind eigentlich schon relativ, also ich würde jetzt einfach mal sagen, relativ weit fortgeschritten im Spiel. Ziemlich schlecht, glaube ich. Ziemlich schlecht. Fester Swartalfeier im Stahl, das lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein Upgrade im Metz, was wir auf jeden Fall brauchen. Wie gesagt, ich glaube, wir müssten eigentlich irgendwie schon Stufe 4 sein oder so. Oder vielleicht noch ein bisschen höher. Ist seltsam. Ist seltsam. Gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwo essentiell wichtige Sachen liegen lassen. Und da vorne ist schon die nächste... Die nächste Valkyrentüre? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? So, die sind alle platt. Wir können nur runter, wir gehen runter. Tanur war in Frost. Tanur. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Ist das eine Kammer? Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Naja, das ist der Meißel, den wir hier natürlich brauchen. Ich wundere mich gerade. So, die Kette gibt uns den Weg zurück. Das heißt, ich hätte irgendwas von da oben hätte ich machen müssen. Können. Aha. Aha. So. Und natürlich, meine lieben Freunde da draußen, folgt mir auch gerne auf Instagram. Oh, oh. Und auf Twitch. Beide Links sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt auf Instagram, würde mich natürlich mega freuen. Das wollte ich eigentlich. Meine Zeit, ey. Ich muss echt mal wieder früh aufnehmen, nicht so spät am Abend. Damit die Sprachfehler nicht zustande kommen. Es tut mir sehr leid. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall auf ein bisschen privatere Einblicke, dann gerne auf Instagram folgen. Seltene Brustrüstung. Schon wieder dieses Schlangengedöns, ey. Warum? Warum? Ich habe echt nur Müll, ne? Ich habe echt nur Müll. Hm. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ob man das alles hier auch so schafft. Yo. Was ein Anblick, ey. Das ist die Magie, die wir brauchen. Was ein Anblick, ey. So ein riesiger, gigantischer Mensch mit so einem... Was soll das sein? Mit so einem Eispickel im Kopf drin. Soll es Thor sein? Ja, ich glaube schon, oder? Also, ich wäre soweit. Okay, er wäre soweit. Sind wir auch soweit? Schreibt es in die Kommentare. Sind wir soweit? Ich warte noch. Ich warte noch. Ich warte noch. Okay, wir sind soweit. Let's go. Da ist ein Werwolf. Ja, die sind auch Stufe 3 jetzt, ne? Na ja. Da ist er weg. Da ist er weg. Der ist schnell unterwegs. Ich habe eigentlich geblockt. Ich habe eigentlich geblockt. Aha, geht doch. Oh, Junge, komplett den halben Wolf gespalten. Ja, ich wollte gerade schon die Wölfe losschicken. Aber ich lasse es lieber noch. Okay, hier lag auch noch Loot. 4000 Hacksilber. Das ist das, was wir brauchen. Okay, der hat richtig Bock. Ich block zu früh. Ja, ich block zu früh. Seine Ausdauer geht ratzfatz wieder runter. Da hast du keine Chance.
Ah, da vorne ist eine Nornkiste. Nice. Könnte. Obwohl. Wir haben in der letzten Folge auch gerade den. 2000 Hacks über Nice. Den Rage. Oder die Rage geupdatet. Das heißt, es könnte ein Apfel sein. Was glaube ich denn das nächste Lebensupdate wäre, oder? Okay. Uff. Lief nicht so geschmeidig tatsächlich. Lass mich raten, auch wieder so ein Schlangending, oder? Okay, da geht alles. Da geht alles nice nach oben. Okay, das müssen wir ausrüsten. Ist auch endlich mal blau. Endlich blau, aber hat keinen Zauberplatz. Aha. Das ist seltsam. Das ist tatsächlich seltsam. Muss das... Ja, okay, muss, glaube ich, erst geupgradet werden, damit das... Damit das, es ist auch keine neue Kiste, damit das den Slot kriegt. Ja, okay. Müssen wir einmal drehen hier. Okay, einen haben wir. W noch, beziehungsweise E und das P nach oben. Jetzt habe ich unnötigerweise die Eilung genommen, ey. Was ist da los? Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Es sah genauso aus. Es sah genauso aus wie so ein Eisgolem. Beziehungsweise so ein Steingolem eigentlich. Ja, hätte ich reinwerfen müssen. Da habe ich gepennt. Öffne dich. Öffne dich. Oh! Sesam, öffne dich. Wahnsinn. Ah, diese Animation in diesem Spiel. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Nice, ich kann den Eisschuss jetzt blocken. Okay, Atreus, schieß auf den Nachbar. Okay, ich muss reinwerfen. Ich habe keine Zicke für Spielerei. Ran, 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 ran. Ran, öffne dich. Öffne dich. Komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Eisevergessener. Ja, vielleicht mal ein bisschen treten, ne? Boah, ein bisschen Dead Space-mäßig reinstampfen. Okay, okay, ich heile mich mal gerade fix. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum kriege ich das nicht mehr hin, das zu blocken? Oh, shit, oh, shit. Ich war zu früh geworfen, Atreus. Keine Chance, da musst du warten, mein Freund. Gegensatz so ein Mann. Oh, eine Axt müsste reichen. Oh, er wirft mir Heilung zu. Nice. Hey, dankeschön. Besiegt. Ich habe das Timing irgendwie noch nicht ganz raus, tatsächlich. Ich glaube, man sieht es auch, ne? Ich habe das Timing von diesem Schildblock und Zurückschießen noch nicht ganz raus. Frostsiege, ja, alles klar. 3000 Hacksilber nehmen wir gerne. Das nehmen wir auch gerne. Holy shit, ey. Also, bis jetzt läuft's gar nicht. Ja, das müsste dann hier vorne drauf. Dann haben wir das nämlich freigeschalten. Zack. Das E. Es könnte schon das tatsächlich sein, weil es ist ja jetzt irgendwie spiegelverkehrt anscheinend. Gehen wir mal gerade fix schauen. Nee, okay, also nicht. Das ist natürlich jetzt immer doof, dass man hin und her laufen muss. Da oben ist noch der Kristall. Okay, das haben wir. Alles klar. Das heißt, wir brauchen nur noch das E. Dann holen wir uns den Kristall. Platzieren den da drin. Und dann können wir was machen? Das wird sich dann offenbaren, ne? Guck mal, da ist noch was zum Drehen. Ah, okay, das ist nur zum Lesen hier, oder? Ah. Damit er die Rune lesen kann, oder wie?
steht da? Ja, lies einfach mal vor, Atreus. Wir haben Zeit. Ah ja, man glaubt, Njörd beschwichtigt den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Ich finde Mimir einfach zu geil. Was ist eure Meinung zu Mimir? Ich finde, der bringt nur mal dieses gewisse Etwas eben nach dieser ganzen Ernsthaftigkeit bis zu dem Zeitpunkt. Oh, da oben ist sogar eine Kiste, wo man ihn findet. Ist einfach geil. So, dann mach mal. Ach, nice, okay, ein Riss, alles klar. Okay, Weltenstaub dann eben, ne? Oder? Ja, müsste Weltenstaub sein als Belohnung direkt. Warum nicht? 3 von 18. Holy shit, ey. So, dann aktivieren wir das da oben dann mal. Erstmal ein bisschen heilen, genau. Ah, cool. Okay, dann werfen wir mal ein bisschen schwerer drauf. Vielleicht dreht sich ein bisschen weiter. Nicht wirklich. Haben wir's? Nee. Das Gute ist, man kann es wenigstens direkt von hier sehen. Das heißt, einmal drehen noch. Das ist es aber. Und das alles nur für so eine dämliche Kiste, ne? Nicht mal so eine Nornentruhe. Offenbare, was in mir steckt. Aber vielleicht ist ja irgendwie hier noch eine Muspelheim-Schriftrolle, die jetzt genau hier liegt. Oder auch nicht, aber 1000 Hacks überhaupt gehen. Nehmen wir. Guck mal an, was ist das? Zeichen des Hüters. Erhöht Schaden aller Axtwürfe. Ja, gut. Und 5000, also 6000 Hacksilber und irgendwas, was wir verkaufen können, auch noch für Hacksilber. Ist okay. Gehen wir weiter. Das Gesicht sieht so creepy aus, Mann. Wer ist das? Soll das tatsächlich Thor sein oder was? Weiß das jemand? Also ich check's gerade nicht, ob es Thor sein soll oder nicht. Ein paar crazy Augen. Jo, 3 auf einen Streich. Alles klar. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Let's go. Wer ist das? Kopf des Tamur. Tamur soll es sein. Ist eine Art Schmied oder was? Da ist der Meißel, man sieht ihn. Wie kommen wir runter? Eigentlich nur was Schweres draufwerfen, ne? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist aber Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Wir haben den größten Mjölnir aller Zeiten. Let's go! Hent! Was ist los? Oh, komm, einmal schlag mich jetzt noch. Okay. Oh, ich muss ausflippen. Wahnsinn. Was hält der bitte aus? Meine ganze Rage. Ich sag ja, wir sind zu schlecht. Wir müssen dringend irgendwie powerleveln. So ein Schlittschuhfahrer noch, ey, Wahnsinn. Starker Atreus, starker. Ziehen die Beine weg auf dem Eis. Macht Sinn. Geil. Yo, ey, du bist der heftigste Mann. Wir holen uns erstmal das und dann haben wir noch die Rage. So, holen wir uns schnell die Rage. Machen wir nochmal so ein bisschen extra Leben. Okay, war's das? Nee. Da kommt was Großes. Hört sich nach so einem Oge an. Hinter dir, Bruder. Naja, hinter dir, Bruder, ja. Schick die Wölfe. Komm, wir müssen ihn schnell aktivieren. Weißt du was, Mann? Weißt du was? Wir sind jetzt hier windelweich. Hoffentlich können wir den auch schnell aktivieren. Jo. Rage müsste ja noch weiter gespeichert bleiben. Okay, da ist noch einer. Okay, nice. Alles richtig gemacht. Ich hoffe, einer von denen hat irgendwie eine Frostflamme am Start. Das wäre natürlich auch noch absolut sexy.
Hat er überlebt, er hier mit einem Strich, ey, komm. Ciao, Junge. 278 Erfahrungspunkte, nur darfst du auch keinem erzählen, so wenig. Ach, jo, Sinriman. Moin. Na, guten Abend. Gut, jetzt haben wir hier echt viel gefunden, aber nicht wirklich was essentiell Wichtiges. Sei denn, das ist eine Frostflamme, die da liegt. War fester Zwarteifelstand, okay. Ach Mann, ey. Atreus. Okay, wir lassen die erstmal so da drin. Okay, oder auch nicht. Er nimmt sie einfach mit. Yo, Sinri! Soll man gerne helfen können. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Ja, die Zwerge am Wege, ne? Trick meines Volkes, eine Art unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und... Euer Hirn versteht nicht, was es sieht, und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Das ist so cool. Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Met. Wieder angefasst. Hoffentlich ist die Axt auf dem Upgrade-Level, wenn man das Ragnarok-Game startet und nicht, dass es wieder bei Null anfängt. Wisst ihr, was ich meine, liebe Freunde? Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt! Die Zwischenwelt, genau. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Ist so lächerlich, ey. Wenn das ja wenigstens weitere Runenplätze freischalten würde, ja, aber... Ja. Ich stehe zur Verfügung. So, herstellen, verbessern. Oh, hier, ich will das haben. Ich will das haben und das will ich auch haben. Nee, ich will das haben. Das will ich haben. Schwelende Glut, da müssen wir aber nach, Muspelheim, ne? Die kriegt man ja ziemlich schnell tatsächlich da, ne? Haben wir hier irgendwas Besseres, was wir herstellen könnten? Nicht wirklich. Aber ein Axtknauf. Oh, wir haben einen lilanen Axtknauf. Aber auch da brauchen wir schwelende Glut. Hier geht Vitalität alles ein bisschen runter. Wenn ich irgendwas, was alles grün macht, das wäre auf jeden Fall geil. So Stufe 4 langsam mal. Guck mal hier, Runenkraft erhöht sich. Aha, aha, aha. Aktualisiert alle Runenangriffe. Ab dem Zeit verfügbar. Okay, ja, ja, alles klar. Ich versuche erstmal zu verbessern. Guck an hier. Jetzt müssten wir ja rein theoretisch einen Zauberslot freikriegen. Genau, für die Armen. Perfekt. Können wir noch irgendwas verbessern oder fehlt schon wieder irgendwas? Es fehlt tatsächlich irgendwas. Klauenköcher erhöht Pfeilkapazität auf 4. Yo! Und wir haben 10.000 Erfahrungspunkte. Nice, Mann. Nice, nice, nice. Jetzt haben wir 4 Pfeile. Wahnsinn. Neue Hüfte wäre vielleicht auch mal angebracht. Ich trage noch die 0815 Standard-Hüfte vom ganz am Anfang. Aber dafür sind wir jetzt auf 3,5. Okay. Die Wölfe bleiben. Wir gehen auf die... Oh, wir haben 2 Slots mittlerweile auch bei der Brust. Geil, Mann. Zu den Plätzen. Abklingzeit plus 5. Zeichen des Hüters. Schaden an der Axtwürfe um 6 erhöhen. Das ist das, was wir gerade gefunden haben. Warum nicht, ne? Warum nicht? Es sei denn, wir haben hier irgendwas Besseres. Runen 4. Oder ein bisschen Glück. Glück wäre auch noch okay. Gut, dann nehmen wir das Zeichen des Hüters. Dann nehmen wir das eben.
Schon mal ein Lilan-Slot jetzt. Nice. Und was können wir jetzt hier tun noch? Vitalität ein bisschen erhöhen? Oder die Runenkraft erhöhen? Oder Leben? Im besten Fall beides. Dann nehme ich plus 4 Runen. Und dann sind wir auch schon fast auf Stufe 4. Also was so ein Talisman am Ende ausmacht, auch noch Wahnsinn. Krass. Und? Wie sieht dein Plan aus? Der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir gucken jetzt mal gerade in die Fähigkeiten rein. Wir gucken jetzt gerade mal in die Fähigkeiten rein. Haben wir irgendwas? Genau, ich weiß was. Ich weiß was. Wir leveln. Wir leveln die Ivaldis Amboss. Nice. Krasse Moves, sagt mir das Spiel. Maximal verbessert. Okay, nee, das verbessern wir nicht. Wir verbessern das hier auch, was wir ausgerüstet haben. Hills Berührung. So, damit sind wir da auch auf Max. Wir haben nichts mit herumstehen zu tun. Ja. Aber wie kommen wir weiter? So, wir schießen einfach erstmal überall drauf. Zaumut ist dann wirklich auf Juwelen, was? Sogar sein Bart war damit geschmückt. Ich finde, er sieht irgendwie attraktiv aus. Okay, verstanden. Für einen Schneebedeckten. Verstanden? Warum explodiert es nicht? Liebe Freunde, warum explodiert das nicht? Okay. Mein Laden ist hier. Ja, was soll ich machen? Warum parkst du deinen Laden auch direkt da? Lieber Sindri. Einfach die Stimme von Dexter, ey. Da komm, jedes Mal, wenn ich den höre, habe ich diese Flashbacks von Jack und Dexter von damals. Schlapp was? Scorp. Schlacke. Ärzte mit besonderen Verunreinigungen, durch die man einzigartig... Ja, aller klar. Außer rein, Sindri. Komm, Junge. Komme. Wollen wir in das Gebäude? Wir wollen in das Gebäude. Wir wollen auf das Gebäude. Nachdem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Oh, ja. Ich überlege weiter. Okay, geh mal rein. Da höre ich schon wieder irgendwas, oder? Ja, neuer Gegner. Schick die Wölfe! Ja, ich muss den schnell stunnen. Okay. Ich bin nur abgeschossen. Okay, mit seinem riesen, gigantischen Schild, Mann. Wer wagt es denn da auf mich zu schießen? Einfach die Beine weggezogen. Okay. Kann ich das tatsächlich blocken? Ja, ne? Das scheint so. Okay, Concentration Mode. Concentration Mode. Heilen bitte, heilen. Ah ne, die Zauberheilerei ist hier. Möchte gern's. Ordnet euch, Gemück. Atreus, schieß die Pfeile. Wie die einfach verpuffen an dem. Boah, die nerven echt. Yo. Stun. Boah. Geiler, finde ich ja. Wahnsinn, den habe ich noch nie gesehen. Springer-Rüstungssplitter, okay. Na, wenn die in den Rissen kommen auf Stufe 7 oder so, dann ist ratzfatz vorbei. Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhalten. Ich ziehe einfach mal genau bis hier, weil da könnte man... Jojo, stopp. Da könnte man ja hoch. Wo will ich hin? Nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Ah, die stellen Thor echt grausam da hier in God of War, ne? Okay. Ich muss es drehen. Ich muss es drehen und ich kann da noch raus. Warum bin ich da vorher nicht rausgegangen? I know, man. I know, ey. Okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Kette. Wir können einmal den Weg außen rum gehen. Das wäre quasi direkt, das wäre der Weg weiter. Das wollen wir aber nicht. Ich will auf jeden Fall da hoch.
gut. Okay, macht das irgendeinen Sinn? Das macht überhaupt keinen Sinn, okay. Oh, es macht wohl Sinn, ja. Ich kann jetzt wieder vordrehen, alles klar. Ihr habt recht, Freunde der Nacht. Ihr habt recht. Genau hier, stopp. Stopp. Ey. Was macht der denn? Muss das jetzt so stehen, dass das automatisch hier hingeschoben? Ich hatte keine Chance zu sagen, ey, bitte pausiere. Okay, er springt tatsächlich. Das ist ja der heilige Wahnsinn. Und da ist nämlich die goldene Kiste, die wir vorab schon erspäht haben. Oder? Hat sich der Weg auf jeden Fall gelohnt? Neue Fähigkeit. Frostsegen. Ja, okay, mehr Frostschaden dann. Jo. Aber aktuell passt es so, ne? Und wir kriegen ja auch noch das Chaos persönlich wieder. Da muss man ja dann auch wieder rein investieren. Deswegen sparen wir, glaube ich, an der Stelle erstmal. Oder ja, genau. Sparen für neue Sachen zu leveln. So, hier müsste der Weg sein, ne? Ja. Das ist der Weg nicht. Ups, hier ist einfach nur Hacksilber. Okay, das brauchen wir aber jetzt tatsächlich auch. 1350, ja. Es hört sich an, als würden die auf Blech gehen, oder? Hallo? Hallo? Spiel? Spiel? Also Controller ist gewechselt und alles drum dran, aber die Tasteneingabe funktioniert teils echt hakelig gerade irgendwie. Noch ein Kristall. Soll ich? Ja, mach mal. Was jetzt? Ich könnte ihn schwingen. Oh, yes. Oh, den größten Teil haben wir. Ja, machen wir nochmal. Machen wir nochmal den Quatsch. Ratzerfatz. Alles vom Eis befreit und da knickt der Arm einfach so ab. Stell dir mal vor, du machst das jetzt hier alles umsonst und der Hammer fällt in die falsche Richtung oder knickt in die falsche Richtung ab und fällt nicht auf das Eis, wo wir eigentlich hinwollen. Alles umsonst dann. Okay, den Riemen haben wir gelöst, aha. Schöne Kiste mit hoffentlich fester oder harter Zwarteifel-Einstahl. Yes, yes. Gut. Ach, wir klettern da hoch, okay. Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Jetzt hat er es gecheckt, ne? Wird auch Zeit. Wird auch Zeit. Ich wollte eigentlich auf dieses rote Etwas da schießen. Oh, guckt euch das an, ey. Das sieht so geil aus, Mann. Ist das einfach nur für den Ausblick hier? Nee. Drehen wir den Hammer, damit er neben der Spitze landet. Das ist nicht möglich. Wir schneiden ihn los und bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Ja, das ist genau das, was ich nämlich gerade meinte. Okay. Was jetzt? Festhalten. Festhalten. Das ist tatsächlich. Halten wir uns jetzt mal fest und schnallen uns an. Aber Cliffhanger, wir machen das in der nächsten Folge. Daumen hoch, kostenloses Abo. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, damit du da draußen kein weiteres Video zu God of War, God of War Ragnarök und allen weiteren Let's Plays auf diesem Kanal hier verpassen wirst. Die nächste Folge wird brachial. Wir bringen den Hammer nach unten. Auf jeden Fall einschalten, denn danach wartet auch noch ein cooler Kampf. Mehr spoiler ich nicht. Würde mich freuen. Ich wünsche dir einen super, super geilen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier den Hammer nach unten bringen. Bis dahin. Ciao mit V.